CDU/CSU. Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, sehr geehrte Damen und Herren. Viele von Ihnen sind Eltern und wahrscheinlich wie ich seit einiger Zeit damit beschäftigt, den Weihnachtswunschzettel Ihrer Kinder abzuarbeiten. Und das machen wir auch gerne, denn wir wollen unseren Kindern nächste Woche an Heiligabend mit kleinen und größeren Geschenken eine Freude machen. Sie sollen strahlen, wenn sie den Puppenwagen auspacken, den Kaufladen oder vielleicht ein paar neue Skier. Doch was ist, wenn das Geld dafür nicht reicht, wenn nicht genug da ist, um ein etwas größeres Geschenk zu kaufen? Ich habe schon gehört, so viel Geld, und es ist natürlich auch ein kleines Geschenk, ist immer drin. Diese Sozialsicherung haben wir sicher. Aber es ist schon, ich stelle mir dieses Gefühl als Mutter vor, schwer, wenn man diese Wünsche der Kinder nicht erfüllen kann und man weiß, dass die Freunde der Kinder das aber erfüllen können. Tatsächlich gibt es diese Fälle. Daher muss man sich diese auch anschauen. Das ist völlig richtig. Und dabei ist die Frage nach dem Weihnachtsgeschenk sicher nicht das größte Problem. Jahr für Jahr kommen neue Statistiken hervor, die belegen, wie viele Kinder in Deutschland arm sind oder von Armut bedroht sind, wobei über die Diskussion gestritten werden kann. Mal sind es ein paar Prozent mehr, mal ein paar Prozent weniger, und auch regional gesehen gibt es große Unterschiede. In Bayern übrigens bundesweit am wenigsten Kinder, die armutsgefährdet sind und in Armut leben, in Bremerhaven am meisten. Und zuletzt hat die Bertelsmann Stiftung neue Zahlen geliefert. Demnach sind deutschlandweit fast 2 Millionen Kinder auf Hartz-IV-Leistungen angewiesen. Das größte Armutsrisiko, wir haben es heute schon mehrfach gehört, haben den Daten zufolge Kinder aus alleinerziehenden Familien und aus Familien mit mehr als 2 Kindern. Und das hat allerdings nichts mit der Familienform als solcher zu tun, sondern mit dem ökonomischen Hintergrund dieser Familien. Die Folgen von Kinderarmut wurden heute auch schon mehrfach angesprochen. Folgen von Armut sind bitter und ziehen sich durch das ganze Leben. Kinder aus armen Verhältnissen haben in der Regel schlechtere Bildungschancen, was sich unmittelbar auf ihr späteres Erwerbsleben auswirkt. Man kann also sagen, dass Armut sozusagen vererbt wird. Auswirkungen hat die Armut auch auf die Gesundheit. Man glaubt nicht, was der Zustand der Zähne, das Ernährungsverhalten, mögliche Schlafstörungen oder auch die Körperhaltung von Kindern über ihr Leben alles preisgeben können. Schließlich ist es auch so, dass Kinder aus armen Familien häufiger an psychischen Krankheiten leiden, und auch der Sport kommt häufiger da zu kurz. Nachweislich sitzen Kinder aus sozial schwachen Familien häufiger vor dem Computer oder Fernseher. Ich möchte da aber trotzdem noch mal was einfügen. Geben ebenso wie das Argument, das mehrfach hier gefallen ist, dass Kinder kein Frühstück bekommen oder kein warmes Essen. Es ist schon auch so, dass zumindest das Geld für das Frühstück, Brot und Butter, ist in den Sätzen mit drin. Und ich bin selbst nicht in großen finanziell starken Verhältnissen groß geworden, aber meine Mutter hat immer dafür gesorgt, dass mir das, was wirklich wichtig ist, und dazu gehört auch Zeit mit den Kindern, dass wir das alles hatten, und uns hat uns an nichts gefehlt. Auch einen Käse kann man sich beim Aldi noch leisten, glauben Sie. Und den braucht man auch nicht jeden Tag aufs Frühstücksbrot. Fakt ist sicher, wie gesund Kinder in Deutschland leben, das hängt auch von den finanziellen Verhältnissen der Eltern ab. Deshalb ist das Anliegen richtig, und deshalb müssen wir das aufgreifen und etwas tun. Ich weiß, dass wir jetzt gerade in dieser aktuellen Situation besonders Flüchtlingskinder vor Augen haben, aber natürlich brauchen diese unsere Hilfe. Aber wir dürfen darüber nicht diejenigen Kinder vergessen, deren soziale Situation nicht gleich so offensichtlich ist. Armut ist oft unsichtbar. Wer will schon offen zeigen, dass er mittellos ist? Lieber wird am Ende des Monats vielleicht das Geld für das Frühstück im Hort vergessen, oder es wird der Ausflug nicht mitgemacht, weil man zufällig keine Zeit hat. Ja, niemand will zugeben, dass er sich das, was für viele selbstverständlich ist, nicht leisten kann. Sehr verehrte Damen und Herren, wir alle tragen gemeinsam die Verantwortung für unsere Kinder, denn sie sind unsere Zukunft. Insofern stimme ich Ihnen überein, und wir müssen alle investieren und schauen, wie schaffen wir es, Chancengleichheit und nicht materielle Gleichheit, sondern Chancengleichheit zu schaffen. In der laufenden Wahlperiode haben wir einiges getan. Es wurde schon viel dargelegt. Es wurde der Familienetat für 2017 aufgestockt auf 9,2 Milliarden, so groß wie noch nie zuvor.
Es gab eine Erhöhung des Kinderzuschlages. Wir haben bei Alleinerziehenden den Entlastungsbeitrag um 600 erhöht und jetzt gehen wir den Unterhaltsvorschuss an. Ich freue mich sehr, dass wir hier einig sind und ich bedauere es ebenso wie Sie, dass leider die Frau Schwesig das durchgeboxt hat, ohne vorher die Finanzierung sicherzustellen und die Länder, die Kommunen mit ins Boot zu holen. Jetzt werden wir es sicher noch hinkriegen. Geben Sie uns halt noch die paar Monate Zeit. Das ist doch ein Kampf um nichts. Damit werden wir jetzt ungefähr 100.000 Kindern zusätzlich helfen und es wird Kinder auch aus dieser Armut bringen. Wichtig ist die gute Infrastruktur. Auch da wurde schon viel angesprochen. Aber jetzt lassen Sie mich trotzdem etwas sagen zu diesem Antrag. Die Intention ist richtig, die Mittel sind falsch. Die Grünen haben es erkannt, es besteht darin, einfach ganz viel Geld reinzukippen und reinzukippen. Letztlich ist es eine Zusammenfassung, wenn man das Ganze schön durchliest, alle Forderungen der Linken. Also nicht nur Verdoppelung des Kindergeldes, Erhöhung des Kinderzuschlages, kostenfreie Kinderbetreuung, kostenfreie Hobbys, Zugang zu allem, rundum Sorglospaket bei der Beantragung aller sozialer Leistungen, sicherstellen, dass auch ja keiner irgendeine Leistung des Staates verschenkt, Erhöhung des Mindestlohns auf 12 Euro, gebührenfreier Zugang zu öffentlichem Nahverkehr, sanktionsfreies Hartz-IV-System, Soforterhöhung der Hartz-IV-Beiträge, Anspruch auf Ausbildung, Verpflichtung aller Unternehmen, Leute auszubilden, Erhöhung des BAföGs, Punkt, Punkt, Punkt. Es handelt sich hier um ein Wunschpaket der Linken nach dem Motto, wünsch dir was. Sie haben natürlich keine Angaben dazu gemacht, was es kostet zur Gegenfinanzierung. Ich weiß nicht, sind es 100 Milliarden, was Sie hier wollen? Wenn man wirklich alles durchrechnet. Sie haben ja keine einzige Zahl genannt. Vom Herrn Kollegen haben wir allein beim Kindergeld die Hochrechnung gehört von 20 Milliarden. Entweder wünsch dir was oder wir drucken einfach mal, wir lassen einfach mal die Gelddruckpresse loslaufen. Diesen Wunschzettel wird das Christkind zu Weihnachten nicht erfüllen. Vielen Dank. Nächste Rede.